Guten Tag, mein Name ist Peter Engel und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Präsentation seit Jahresabschluss. Ich bin hier in der Version seit 2016 und möchte Ihnen präsentieren, welche Tätigkeiten bzw. Funktionen im Rahmen des Jahresabschlusses in seit ausgeführt werden müssen. Als Vorabinformation möchte ich Ihnen noch sagen, alle Tätigkeiten, die ich ausführe, sind mal darauf ausgelegt, dass Ihr Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr entspricht. Sollten Sie ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben, tragen Sie in den entsprechenden Feldern einfach Ihre Daten ein. Wir starten mit einem kleinen Überblick. Wir gehen heute über den Basiskalender, in dem wir bestimmte bewegliche Feiertage pflegen, gehen in die Kalkulation der Ressourcenkapazitäten und gehen dann weiter zur Nummernserienverwaltung. Und zu guter Letzt haben wir einige buchhalterische Arbeiten mit Buchungsperioden bzw. der sogenannten G&V-Nullstellung. Ich starte hier im Programm. Wir gehen in die Verwaltung und starten zuerst mit dem Basiskalender. Über den Basiskalender steuern Sie Ihre beweglichen Feiertage. Je nach Ausprägung haben Sie einen oder mehrere Basiskalender, die wir entsprechend pflegen können. Das bedeutet, wir öffnen den Kalender, gehen auf Basiskalender pflegen und haben nun die Möglichkeit, die beweglichen Feiertage für das kommende Jahr zu pflegen. Damit die Übersichtlichkeit erhöht wird, lege ich hier einen Filter auf meine beweglichen Feiertage des Jahres 2016, sodass wir sehen können, welche Tage wir jetzt für das Jahr 2017 erfassen. Über den Button Neu können wir nun die neuen Tage erfassen. Für mich bedeutet dies für den April 2017 ist Karfreitag und wir definieren das als Feiertag. Und so kann ich jetzt zum nächsten Tag gehen und hier den entsprechenden Ostermontag am 17.04.17 als Feiertag zu pflegen. Ich mache noch zwei weitere Einträge, einen für den Pfingstmontag und da wir hier den Basiskalender für Bayern haben, gibt es noch den Fronleichnamsfeiertag, den ich hier auch noch zusätzlich erfasse. Wichtig ist, dass Sie die Reihenfolge einhalten, dass Sie zuerst den Basiskalender pflegen, weil der Basiskalender jetzt für unseren zweiten Schritt für die Erfassung der Ressourcenkapazitäten entsprechend gepflegt sein sollte. Die Ressourcenkapazitäten pflegen wir hier über die Ressourcen, haben hier entsprechend die Ressourcenübersicht und ich habe hier die Kapazitätsvorlagen. Über die Kapazitätsvorlagen können wir entweder für eine Person oder, wenn ich den Filter löse, für alle meine Personenressourcen den entsprechenden Kapazitätsplan sehen. Nun habe ich die Möglichkeit, entweder neue Arbeitszeitvorlagen zu hinterlegen oder generell neue Einträge für meine Ressourcen zu planen, sodass ich hier eine Übersicht habe über alle Mitarbeiter mit den entsprechenden Arbeitszeitvorlagen für das kommende Jahr, was ich pflegen möchte. Wenn Sie hier die Einträge entsprechend erfasst haben, können wir diese Ansicht schließen und haben hier den Report zum Erstellen der Ressourcenkapazitäten. Über den Report definieren wir den Zeitrahmen mit von bis, also in meinem Beispiel für das Jahr 2017. Und wir haben hier die Möglichkeit, entweder auf einzelne Ressourcen zu filtern, auf Ressourcengruppen oder, wenn wir diese Filter leer lassen, über alle Ressourcen. Mit
okay, werden die entsprechenden Ressourcenkapazitäten erstellt. Die Ressourcenkapazitäten dienen Ihnen dann für das kommende Jahr zur Planung und zur Prüfung der Auslastungen Ihrer Mitarbeiter. Es gibt Unternehmen, die ihre Belegnummern und ihre Stammdatennummern kalendermäßig pflegen. Dies bedeutet, dass wir an den Nummernserien einen entsprechenden Serieneintrag hinterlegen für jedes Jahr. In meinem Beispiel habe ich für das Anlagevermögen, also für Stammdaten, oder für die Archivierung für Bewegungsdaten eine unterschiedliche Nummer je laufendes Jahr. Über die Startnummer, über einen Klick auf die Startnummer, öffnet sich die sogenannte Seriennummernzeile, indem ich nun die Möglichkeit habe, für das neue Wirtschaftsjahr meine Belegnummer entsprechend zu pflegen. Falls Sie eine Erhöhung größer 1 wünschen, müssten Sie dies entsprechend in diesem Feld pflegen. Ansonsten schließen und mit dem nächsten Beleg gleichmäßig fortfahren. Auch hier wieder den ersten. An dieser Stelle möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wenn Sie mit jahresbezogenen Belegnummern arbeiten, dass die Belegnummer entweder beim Erstellen des Belegs gezogen wird oder, falls es sich um gebuchte Belege handelt, wird die Belegnummer erst beim Verbuchen mit dem entsprechenden Datensatz jahresmäßig versorgt. All diese Tätigkeiten, die wir gerade ausgeführt haben, können Sie schon als Vorbereitung zum Jahresabschluss im alten Jahr tätigen. Das bedeutet, dass Sie nicht bis zum neuen Jahr warten müssen, sondern dass Sie vorbereitende Arbeiten schon tätigen können. Als nächstes habe ich jetzt buchhalterische Arbeiten. Hier handelt es sich um die sogenannte Buchungsperiode bzw. im nächsten Schritt dann um die GMV-Nullstellung. Bei den Buchungsperioden gilt es zuerst mal, dass wir die bestehende Buchungsperiode abschließen. Die Buchungsperioden abschließen bedeutet nicht, dass die Buchungsperioden komplett jetzt abgeschlossen und für das Buchen gesperrt sind, sondern es bedeutet lediglich, dass die Buchungsperioden mit Start und Ende des Wirtschaftsjahres fixiert sind, sodass Sie gegebenenfalls, falls Sie während des Jahres ein abweichendes Wirtschaftsjahr beschlossen haben, dies jetzt noch korrigieren können. In meinem Fall bleibt es gleich, sodass ich die Buchungsperiode 2016 abschließen kann. Mit dem Abschließen der Buchhaltungsperiode wird das Feld abgeschlossen bzw. das Feld Datum mit einem Fleck versehen. Der nächste Punkt ist, ein neues Buchungsjahr neu zu erstellen. Über das Ende des ersten Wirtschaftsjahres schlägt unser System bereits den Beginn des neuen Wirtschaftsjahres vor mit der entsprechenden Anzahl Perioden und der Periodenlänge. Sofern Sie wieder ein komplettes Wirtschaftsjahr wünschen, können Sie die Einstellungen mit OK übernehmen, sodass die neuen Buchhaltungsperioden entsprechend angelegt werden. So sehen Sie hier, dass wir die neuen Perioden als offene Perioden angelegt haben. Über mein Buchblatt habe ich hier die Möglichkeit, die GMV-Nullstellung zu erstellen. Über Site werden die entsprechenden Parameter bereits vorgelegt, sodass ich nur noch die entsprechende Belegnummer zu erfassen habe. Das entsprechende Gegenkonto wählen Sie nach Ihrem entsprechenden Kontenplan und Sie können an dieser Stelle noch wählen, ob Sie die GMV-Nullstellung mit oder ohne Dimensionen buchen wollen. Unsere generelle Empfehlung ist ohne Dimensionen, aber klären Sie dies bitte zusätzlich in Verbindung mit Ihrem entsprechenden Consultant. Über OK wird eine Prüfung ausgeführt, indem ich nochmal darauf hingewiesen werde, dass bestimmte Konten eine Dimensionspflicht haben, ich jetzt aber ohne Dimensionen arbeiten möchte. Ich bestätige diesen Hinweis und habe entsprechend mein Buchblatt gefüllt.
in meinem Buchblatt bekomme ich nun für jedes GMV-Konto die entsprechenden Werte angezeigt und kann, nachdem ich die Summe meiner Buchungen auf der letzten Zeile mit meinem Gewinn oder gegebenenfalls auch Verlust geprüft habe, verbuchen. Die Buchung selbst findet mit dem sogenannten Ultimo-Datum statt. Dies bedeutet, dass die Buchung zwischen den Jahren, also nach dem 31.12. und vor dem 01.01. durchgeführt wird. Über Buchen werden die Buchungen erstellt und weggeschrieben, sodass ich meinen Gewinnvortrag entsprechend verbucht habe. Diese Tätigkeit, das Buchen der GmbH-Nullstellung, können Sie mehrmals ausführen, sodass, wenn Sie Nachbuchungen erstellt haben, auch diese über die Funktionalität nochmals weggeschrieben werden. Somit sind wir am Ende unserer Präsentation angekommen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Jahresabschluss und freue mich, wenn Sie in der nächsten Sendung wieder zuschauen.